Wir sind hier am Segelflugplatz Esslingen-Jägerhaus. Der Rettungsdienst wurde hierher alarmiert, weil ein Segelflugzeug abgestürzt ist. Also bei unserem Eintreffen gestaltete sich die Suche nach dem Wrack sehr schwierig. Das Segelflugzeug ist nach unserem Kenntnisstand nach dem Start abgestürzt, ca. 200-300 Meter hinter der Landebahn oder hinter der Stadtbahn. Die Einsatzkräfte mussten zu Fuß zur Einsatzstelle gelangen. Das Glück war, dass der ebenfalls alarmierte Rettungshubschrauber direkt in der Einsatzstelle landen konnte. Die Person saß bei unserem Eintreffen noch in dem Flugzeug und konnte mit normalem Bergegerät befreit werden. Also der Pilot wurde bei dem Absturz lebensgefährlich verletzt und wurde durch einen Rettungshubschrauber nach Stuttgart in eine Klinik geflogen. Ja, wir mussten ja den Patienten aufgrund des Gesundheitszustandes in einem Rettungswagen zwischenversorgen. Das heißt, man musste gemeinsam mit der Feuerwehr den Patienten aus dem Gelände retten, wieder zu den Fahrzeugen bringen, dort im Rettungswagen dann entsprechend stabilisieren und dann konnten wir dem Patienten die Besatzung des Rettungshubschraubers übergeben. Ja, wir haben hier im Landkreis, bedingt durch den Flughafen und zwei Flugplätze, noch regelmäßig abgestürzte Luftfahrzeuge. Von daher ist jetzt für die Einsatzleitung immer wieder der Fall, dass man zu so einem Ereignis dazukommt. Für die Einsatzkräfte des Rettungsdienstes ist in der Regel ein Sonderfall, der nicht allzu oft vorkommt. Ja, wir machen auf jeden Fall nach dem Einsatz auch heute hier noch direkt vor eine Nachbesprechung mit den eingesetzten Kräften. Die Feuerwehr tut es ebenfalls und man bespricht den Einsatz nach. Natürlich stehen unseren Mitarbeitern auch noch Kräfte der Notfallnachsorgedienste hier im Landkreis zur Verfügung, wenn man so etwas nochmal nachbesprechen möchte. Ja, natürlich ist man durch so ein Unfallereignis immer auch persönlich betroffen, aber tatsächlich ist es so, es gibt eine gewisse Routine bei diesen Einsätzen, bei diesen Einsatzabläufen und das gehört definitiv zur Arbeit hier im Rettungsdienst mit dazu im Landkreis. Seitens vom Rettungsdienst waren wir mit einem Notarzt, zwei Rettungswagen und der Einsatzleitung vor Ort. Zusätzlich kam dieser Rettungshubschrauber der DRF Luftrettung und die Feuerwehr Esslingen war hier mit einem erweiterten Lösch- oder Rüstzug vor Ort.